der türkischen Mannschaft zerstören und ihrerseits auch Akzente setzen, das ist doch klar. Und wenn sich die Türkei mal in einen Rausch gespielt hat, dann vielleicht getragen von dieser Kulisse. Aber noch freuen wir uns auf diese 90 Minuten plus Nachspielzeit. Es wird heute eine Entscheidung hier fallen, so viel ist sicher. Die Ersatzspieler noch mal warm bei den Tschechen. Den Deckel auf die Türkei gemacht im Finale. Alter Schwede, was ist denn hier los? Herr Larsson! Der absolute Wahnsinn Dortmund, was für ein geiles Spiel! Was war da bitte los? Bu bugün en kötü ihtimal beraberlik. İnşallah.
rahat olur mu? Bir tane rahat olur mu? Kalbinin sesi geçmiş. Verzögert und das ist der Schlüssel für dieses Tor für die Türkei. Das zweite Tor. 1-2.